Hallo Internet. Das Bitcoin-Echo stellt die provokante Frage, ob die USA das Rennen um den Bitcoin gewonnen haben. Ich frage dagegen, hat die EU das Rennen schon verloren? Und das wirft doch gleich zwei Fragen auf. Erstens, wie lang geht das Rennen? Und zweitens, wann hat man es gewonnen? Es macht doch offensichtlich einen Unterschied, ob ich einen Marathonlauf gewinnen will oder einen Sprint. Im Folgenden geht es um das Digital Finance Package der EU-Kommission. Zum Anfang geht es darum, um die Anwendungsfelder der Bitcoin-Blockchain-Technologie, nennen das DLT, und um die Problemlage. Dann gehe ich ein auf die Kernstücke der Digital Finance-Strategie, und das sind die MiCA und die DLT Pilot Regulation. Kurz spreche ich die DORA an. Und am Schluss gibt es eine Auswirkungsanalyse, also die Auswirkungen für die Praxis. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risiko-Management. Also steigen wir ein ins Thema Status Quo. Wo stehen wir heute? Die Blockchain-Technologie ist relativ alt und es gibt im Grunde genommen offensichtliche Anwendungsbereiche, die liegen in den Themen Zahlungsverkehr, Geldanlagen und Finanzmarktinfrastruktur. Aber das, was man damit machen kann, geht viel weiter. Ich denke da an die Industrie. Ich denke an die Industrie 4.0, an Logistikanwendungen. Ich denke an die Monetarisierung von Daten oder Maschinenökonomie, Internet of Things, Micropayments oder vielleicht Streaming Money. Das alles sind Anwendungsfelder, in denen sich die Distributed Ledger Technologie oder Blockchain Technologie bewähren könnte. Aber sind wir mal ehrlich, also wirklich durchgesetzt haben sich Kryptowerte bis heute nicht. Unbestritten, die haben ein Riesenpotenzial, also die Technik ist ausgereift und es gibt viele Wissenschaftler, Volkswirte, aber auch Informatiker, die genau erforscht haben, wofür das gut sein könnte und wofür man es brauchen könnte. Aber wie sieht es in der Realität aus? Wer akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel? Oder wie viele Investoren gibt es? Wie viel wird wirklich investiert in Bitcoin? Gut, es gibt da riesige Summen. Manche sprechen von 170 Milliarden, andere sagen, es ist eine Billion US-Dollar. Aber wie viel ist das in Relation zu dem Potenzial? Die EU-Kommission hat den Wert der der Libra-Reserve zwischen 150 Milliarden und 3.000 Milliarden geschätzt. Und warum gibt es das dann also nicht schon längst? Ich meine, Zuckerberg steht dahinter, die ganze Marktmacht von Facebook, alle WhatsApp-User. Warum gibt es Libra oder wie es jetzt heißt, Diem noch nicht? Weil es politisch nicht gewollt ist. Und das liegt an den speziellen Gefahren globaler Stablecoins. Und da gibt es im Wesentlichen zwei große Themengebiete. Das eine ist die Finanzmarktstabilität und das andere ist die Geldpolitik. Bei der Finanzmarktstabilität haben wir vier Aspekte zu betrachten. Also zunächst mal eins, wenn wir mal ernst nehmen, was sich Facebook vorgenommen hat, nämlich, oder was Wissenschaftler auch sagen, nämlich, dass das normale Bankgeschäft ersetzt wird durch dezentrale Strukturen, die von Nutzern angenommen werden. Dann wird es ja so sein, dass wenn das System nicht funktioniert, wenn Facebooks Libra ausfällt, dann kann keiner mehr Rechnungen bezahlen. Und das hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. So wie wenn eine Bank zusammenbricht heute. Oder umgekehrt funktioniert es natürlich auch. Der innere Wert des Diem wird ja abhängen von den Vermögensgegenständen, die in der Libra-Reserve gehalten werden. Und die müssen dann im Euroraum angelegt sein, was letztlich bedeutet, der innere Wert des Diem hängt genauso von der Volkswirtschaft des Euroraums ab wie heute der Euro. Der dritte Aspekt ist das, was wir aus dem Bankgeschäft mit Bankrun kennen. Sollte aus irgendeinem Grund, egal was, die Nutzer das Vertrauen in Diem verlieren, dann wollen sie alle gleichzeitig verkaufen. Und dann wird auf einen Schlag die Reserve liquidiert. Es wird auf einen Schlag auf den Markt geschmissen und damit brechen sämtliche Kapital- und Geldmärkte auf einen Schlag zusammen. Wer das nicht glaubt, soll sich die Entwicklung bei der Subprime-Krise anschauen. Und schließlich
sind Auswirkungen auf den normalen Finanzsektor zu befürchten, denn das Konstrukt, die Diem Association, hat vielfältige Schnittstellen zum normalen Bankgeschäft. So, und dazu kommt dann noch das Thema Geldpolitik. Heutzutage das Wichtigste für die Aktienmärkte ist, ob die Fed oder die EZB die Zinsen erhöht oder senkt. Unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wenn das ganze Geldsystem umgestellt wird auf ein privatrechtlich organisiertes Konstrukt wie Diem, dann verliert die EZB die Steuerungsfähigkeit und kann keine Konjunkturimpulse mehr setzen. Und trotzdem, das Hauptproblem, was den Erfolg von globalen Stablecoins oder der DLT-Technologie als Ganzes verhindert, ist die unklare Rechtslage. Wie unklare Rechtslage? Gibt es nicht schon genug Regelungen? Ja, in der Tat. Es gibt eine Reihe von EU-Vorgaben. Es gibt die MiFID, es gibt die CSDR, es gibt EMD2, es gibt AMLD5. Und alle sind irgendwie auf globale Stablecoins oder auf Stablecoins, auf Kryptowerte anwendbar. Das Problem ist die Klassifikation. Keine dieser Vorschriften ist speziell zugeschnitten, sodass sich bei sämtlichen Rechtsinstrumenten im europäischen Kontext die Frage stellt, ist es reguliert oder nicht? Und wenn ja, als was? So, und dann ist natürlich auch die Frage, was für Rechtsfolgen knüpfen dran an? Der zweite Aspekt ist, dass aber natürlich auch viel, was in Kryptowerten sich abspielt, nicht reguliert ist. Da gibt es keine EU-Vorgaben. Und jetzt kann man ja sagen, ja, dann ist ja gut, dann kann man machen, was man will. Aber so sicher kann man sich nicht sein, dort, wo es keine EU-Vorgaben gibt, kann es nationale Regeln geben und die könnten zum Beispiel sich hinstellen und sagen, wir verbieten Kryptowerte insgesamt. Und solche Verbote haben wir tatsächlich auch zum Beispiel in Lateinamerika gesehen. Und soweit ich das verstehe, wird auch China verbieten, globale Stablecoins einzusetzen. So, natürlich gibt es dann aber auch, wie in Deutschland, Frankreich und in Malta, spezielle Regelungen für Kryptowerte. Und da stellt sich dann wieder die Frage, wie ist die Definition von Kryptowert? Wie werden Emittenten von Kryptowerten reguliert? Und was ist der Regulierungsrahmen für Dienstleister? Diese Rechtszersplitterung ist ein Riesenproblem, denn der größte Nutzen der Digital Ledger Technologie besteht gerade in grenzüberschreitenden Micropayments oder kleinen Transaktionen. Aber gucken wir uns das Problem genauer an. Gucken wir uns die Taxonomie und Regulatorik von Stablecoins an. Und anfangen möchte ich erstmal mit dieser üblichen Dreiteilung. Man kann diese Kryptowerte, man bezeichnet sie als Token, sehen als Investment-Token, als Payment-Token oder als Utility-Token. Investment-Token, das sind so Sachen wie Anteile an Unternehmen, praktisch eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder aber auch ein Kreditschuldschein. Beim Payment-Token geht es, wie der Name schon sagt, um die Bezahlung. Hier steht so eine Art Geldfunktion im Vordergrund. Und dann, spannender Punkt und weitestgehend unreguliert, die Utility-Token. Das sind so Gutscheine. Also man bezahlt jetzt und kann die Leistung später abrufen. Wir kennen das manchmal von Hotelgutscheinen bei Pauschalreisen. All das kann man mit Kryptowerten umsetzen. Und diese Token gibt es nicht in Reihenform. Man sieht ja, die Schnittmengen, die es gibt zwischen zum Beispiel Investment-Token und Payment-Token, manchmal haben sie einen Utility-Token-Charakter. So. Wenn man jetzt die Regulatorik sich anguckt, dann ist es ganz klar, die Payment-Token fallen in den Anwendungsbereich der 5. Geldwäscherichtlinie. Das heißt, Token, die Payment-Token sind, sind Kryptowerte und so reguliert. Die Investment-Token decken sich zum weiten Teil mit MiFID-Finanzinstrumenten. Das ist allerdings die Frage, was genau für ein Finanzinstrument haben wir vor uns. In England tendiert man dazu, zum Beispiel Stablecoins als Geldmarktfonds zu betrachten. In Amerika sieht man das eher so wie Schweinebäuche als Commodity oder auch als Derivat. Naja, und in Deutschland sehen wir es wohl als Rechnungseinheit, so eine Mischung aus Derivat und Schuldverschreibung.
Verschreibung. Wer da genaueres lesen will, kann sich die BaFin-Hinweise zum Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts anschauen, um sich da schlau zu machen. Für mich kurios ist, dass eigentlich kaum jemand auf die Idee kommt, Kryptowährungen als E-Geld zu bezeichnen. Da gibt es die EMD2, die zweite europäische E-Geld-Richtlinie. Und die ist ja eigentlich dafür gemacht, Zahlungsmittel, digitale Zahlungsmittel zu regulieren. Aber warum fallen eigentlich zum Beispiel Stablecoins oder andere Kryptowerte nicht in den Anwendungsbereich? Na, die Antwort ist einfach. Man kann das sehr, sehr leicht ausschließen, indem man einfach keinen Rückzahlungsanspruch oder Umtauschanspruch dem Kunden gibt. Man sagt einfach ganz offen, der Bitcoin ist der Bitcoin und dafür bezahlt einem niemand einen Euro. Wenn man dann jemanden findet, der es einem abkauft, ist was anderes. Aber jedenfalls hat man kein E-Geld emittiert. Und denselben Weg ist Libra im White Paper 2.0 gegangen. Und genau in dieses Problem stößt das Digital Finance Package und das Regulierungsvorhaben der EU-Kommission. Zur Einordnung erstmal den politischen Kontext. Das Digital Finance Package besteht im Hauptteil aus der Digital Finance Strategie, aber es gibt auch eine Retail Finance Strategie. Es gibt einen Vorschlag für DORA, da geht es um Digital Operational Resilience. Und das ist das Thema dieses Videos, um die MiCA-Verordnung und die DLT-Pilot-Verordnung. Beide Regulierungsvorschläge haben die gleiche Zielsetzung. Es geht darum, Rechtssicherheit für die Entwickler von Kryptowerten beim Einsatz der DLT-Technik zu schaffen. Wir wollen günstige Wettbewerbsbedingungen für Innovationen. Wir wollen Verbraucherschutz und Anlegerschutz. Wir brauchen Marktintegrität, Finanzmarktstabilität und natürlich soll die Möglichkeit, die Geldpolitik steuern zu können, beibehalten werden. Wie wird das konkret umgesetzt? Zunächst mal sollen regulatorische Hürden abgebaut werden für Handel, Emission, Nachhandel von Kryptowerten und es gilt das Prinzip der Technologieneutralität. Es soll für mittelständische, also für kleine und mittelständische Unternehmen neue Finanzierungsquellen erschlossen werden durch ICOs, Initial Coin Offerings, oder STOs, Security Token Offerings. Das ist im Prinzip dann etwas, was wie ein digitaler Schuldscheinhandel gestaltet werden könnte und so ähnlich wie Börsenhandel, nur eben ohne Aktien. Dann geht es natürlich darum, die Risiken von Betrug, Geldwäsche und Marktmanipulation beherrschbar zu halten. Und schließlich geht es darum, Anlegern grenzüberschreitende neue Anlage- und Zahlungsmöglichkeiten zu erschließen. Sowohl MiCA als auch DLT Pilot kommen als EU-Verordnung daher. Die haben beide die gleichen Ziele, man verfolgt aber unterschiedliche Lösungsansätze. Bei der MiCA geht es um einen neuen Regulierungsrahmen für bisher unregulierte Kryptowerte. Hier geht es um Bitcoin und Ether, hier geht es um die Utility-Token und es geht auch um Token mit Referenzvermögen, also Stablecoins, einschließlich E-Geld. Beim DLT-Pilot geht es um das Umgekehrte. Hier sagt man, es gibt ja eine Reihe von Kryptowerten, die jetzt schon als Finanzinstrument unter MiFID oder Wertpapiere unter der CSDR einzuordnen sind. Und hier will man schauen, ob man für die Übertragung, für den Handel, für die Handelsabwicklung die Distributed Ledger Technologie nutzbar machen kann. Und da gibt es spezielle Probleme in den einzelnen Verordnungen und Richtlinien, zum Beispiel der MiFID, die die Nutzung momentan verbieten. Hier sollen spezifische Ausnahmen gemacht werden. Gut. Beides sind EU-Verordnungen und das bedeutet, es gibt, wenn das durch ist, keine nationalen Regelungen mehr für Emittenten und Kryptodienstleister und es gibt auch keine nationalen Regelungen mehr für und auch keinen Raum dafür für Betreiber von Marktinfrastruktur, die auf der Distributed Ledger Technologie beruht. Schauen wir uns zuerst die MiCA an. Und hier finden wir den Klassiker
moderner Regulatorik, risikobasierte Regulatorik für Kryptowerte. Man muss hier deutlich unterscheiden zwischen der Regulatorik, die für Emittenten gilt, und für Dienstleister. Zuerst zu den Emittenten, und zu den Emittenten gehören auch diejenigen, die den Kryptowert nicht selbst emittieren, aber ihn irgendwie in Europa öffentlich zum Verkauf anbieten wollen. Das Wichtigste ist, es muss eine juristische Person sein, Privatpersonen können das nicht, und für die gelten allgemeine Pflichten für Vertrieb, ähnlich wie Wertpapiervertrieb. Es ist im Grunde genommen, dass man ein White Paper vorlegen muss, und das muss gewisse Informationen enthalten. Und es gelten Vertriebsvorschriften. Die nächste Stufe wird eingeleitet, wenn es sich um Kryptowerte handelt, bei denen irgendwie ein Stabilisierungsmechanismus eingebaut ist, also ein Referenzvermögen. In diesem Fall gibt es ein Zinsverbot und Mindestvertragsbedingungen, die einzuhalten sind aus Verbraucherschutzgründen. Wir haben dann auch die aus der Kapitalmarktregulierung und der Bankenregulierung üblichen Anforderungen an Erlaubnispflicht, Geschäftsorganisation, Eigenmittel und speziell auch, man braucht einen Abwicklungsplan für die Reserve. Ein White Paper wäre in dem Fall genehmigungspflichtig. Die schärfste Regulierung trifft Emittenten von E-Geld-Token. Die unterscheiden sich von den normalen Referenzvermögen dadurch, dass sie sich auf eine Währung beziehen, also zum Beispiel kein Basket aus Währungen wie die Libra-Reserve im Ursprungsfall, sondern eine auf Euro spezialisierte Reserve. Diese werden verpflichtet, einen Rücktausch zu Par in die Vertragsbedingungen aufzunehmen. Und das führt dazu, dass die Voraussetzungen der E-Geld-Richtlinie an E-Geld erfüllt sind. Man landet also damit automatisch im Anwendungsbereich der EMD2. Und weil E-Geld ein Zahlungsinstrument ist, kommt man dann für die Dienstleister auch auf die PSD2. Aber jetzt mal zurück zu den Dienstleistern von normalen Kryptowerten. Die erhalten ähnlich wie bei Wertpapierdienstleistern übliche Pflichten wie Erlaubnispflicht, Geschäftsorganisation und Eigenmittel. Und worum geht es? Es geht um Kryptoverwahrer, es geht um Handelsplattformen, Krypto-to-Krypto, Krypto-to-Fiat, es geht um Börsen, es geht um Vermittler, aber aufgepasst, auch Berater. Also man kommt gewissermaßen dann, wenn man Anlageberatung für Kryptowerte macht, auch in eine Erlaubnispflicht. Die Pilot Regulation bringt befristete Erleichterungen für die Distributed Ledger Technologie. Hauptanwendungsfelder sind multilaterale Handelssysteme, die auf der DLT-Technologie basieren, oder Wertpapierabwicklungssysteme. Es ist aber auch denkbar, ein System, das Handel und Wertpapierabwicklung in einem kombiniert. So, wir haben es dann mit einem regulatorischen Sandkasten zu tun, und der gilt für schon unter der MiFID lizenzierte Wertpapierdienstleister, also Banken, Zentralverwahrer, sowas. Und es geht darum, denen die Entwicklung eines Sekundärmarkts für Kryptowerte zu ermöglichen. Der Leitgedanke der Pilot Regulation ist same risks, same rules und keine Ausnahmen für den Anlegerschutz. Es gibt ganz spezifische Ausnahmeregelungen an den Stellen, wo die MiFID oder die CSDR Anforderungen aufstellen, die mit Distributed Ledger Technologie nicht erfüllbar sind. Und davon gibt es dann Ausnahmen. Es darf auf keinen Fall eine Gefährdung der Finanzmarktstabilität drohen, und es ist im Anfang begrenzt auf bestimmte Finanzinstrumente. So, und jetzt kommen wir zu den Auswirkungen für die Praxis. Also was heißt das in der Praxis? Aber eins mal gleich vorweg, und da will ich alle beruhigen, die als Privatanleger jetzt Bitcoin haben oder nicht. Also wenn eins nicht vorgesehen ist, ist, dass das Thema verboten wird oder dass man da nicht mehr investieren kann. Also da kann ich schon mal beruhigen.
Die EU-Kommission hat eine detaillierte Auswirkungsstudie für die vorgeschlagenen Regulierungen vorgelegt. Und das kann ich wirklich empfehlen, sich das anzugucken. Ich will mich auch hier der Systematik anschließen und auf die einzelnen betroffenen Gruppen eingehen. Und was heißt es für Sie? Fangen wir an mit den Emittenten. Die Emittenten von Kryptowerten müssen ein White Paper vorlegen. Das machen die eigentlich sowieso schon. Die EU-Kommission geht davon aus, dass der Regulatorikaufwand mit Prüfung, Anmeldung und sowas alles im Grunde um die 30.000 Euro pro Emission kosten könnte. Der Anleger, der erhält Anleger- und Verbraucherschutz. MiFID Lite, würde ich sagen. Die Frage ist, ob das die Anleger glücklich macht. Und ich selber bin da ein bisschen zurückhaltend. Also meine praktischen Erfahrungen ist, dass weder die Banken noch die Anleger wirklich den Papierkram schätzen, der abzuwickeln ist, um einfachste Wertpapiertransaktionen durchzuführen. Und hier kann eigentlich nur gehofft werden, dass die EU-Kommission es nicht übertreibt. Aber gegen Anleger- und Verbraucherschutz als solches ist nichts zu sagen. Das ist mit Sicherheit gut. Für die Aufsicht entsteht Verwaltungsaufwand. Sie haben weitere Zuständigkeiten. Sie müssen White Paper prüfen, sie müssen sie zulassen, sie müssen Dienstleister beaufsichtigen, kontrollieren. Hier gibt es eine Menge neuer Arbeitsplätze in der Verwaltung. Marktinfrastrukturbetreiber, also Leute, die jetzt schon nach MiFID zum Beispiel Zentralverwahrer sind oder zentrale Kontrahenten oder systematische Internalisierer, die erhalten die Möglichkeit über die DLT, Pilot Regulation, ihre Dienstleistung auf Kryptowerte auszuweiten, die gewissermaßen einzubeziehen. Und Marktteilnehmer insgesamt, also Fonds etc., die erhalten dann Kryptowerte als neue Anlageklasse, was dem Markt auch helfen sollte. Wer löffelt die Suppe aus? Naja, das sind die Kryptodienstleister. Das sind diejenigen Unternehmen, die heute schon Wallets hosten oder Handel organisieren etc. in Kryptowerten und die bisher ja überhaupt nicht reguliert sind, abgesehen von ihren Pflichten nach dem Geldwäschegesetz. Auf die kommen erhebliche Compliance-Kosten zu. Sie haben einen Erlaubnisantrag zu stellen, sie werden beaufsichtigt. Und da kann man sich schon mal bei den Banken und Wertpapierdienstleistern angucken, worauf das hinausläuft. Hier gibt es einiges zu tun. Das gibt die EU-Kommission aber auch offen zu. Also alles gut und wir freuen uns drauf, dass das kommt. Da wäre ich vorsichtig. Das hört sich alles gut an, was die EU-Kommission vorhat. Aber eine Frage ist natürlich schon, übertreiben Sie es vielleicht? Und die nächste Frage ist, gibt es unbeabsichtigte Seiteneffekte? Und da möchte ich auf einen Gedanken zurückkommen, den man sich klar machen muss. Um ein Kryptowert in der EU legal handeln, vertreiben zu können, muss es einen Emittenten geben. Und er muss seinen Sitz als juristische Person in der EU haben. Umgekehrt, wenn es keinen Emittenten gibt und keinen Betreiber gibt, dann gibt es auch keinen Erlaubnisantrag. Und wenn es keinen Erlaubnisantrag gibt, gibt es keine Compliance. Und das führt dazu, dass de facto der Handel mit dezentralen Stablecoins ausgeschlossen sein könnte, weil sie die Anforderungen an E-Geld-Token nicht erfüllen können. Weil eine Anforderung ist, dass ich eine Erlaubnis habe. Und in einem dezentralen, einer permissionless Blockchain gibt es keinen, der als Erlaubnisträger in Frage kommt. Die E-Geld-Token eignen sich auch nicht für DeFi, also für dezentralisierte Finanzierung. Auch wieder deswegen, weil sie ein Zinsverbot haben. Und bei Finanzierung will der Investor irgendeine Gegenleistung sehen. Und schließlich stellt sich natürlich die Frage, ob man wirklich viel Rechtssicherheit gewinnt, wenn man zusätzlich zur vorhandenen überbordenden Wertpapierregulierung noch eine Kryptowerteregulierung macht, die man auf drei Verordnungen aufteilt. Man gewinnt natürlich Rechtssicherheit dort, wo es jetzt Definitionen gibt,
Aber die Innovation wird weitergehen und wir werden wieder an die Stelle kommen, dass man sich die Frage stellt, fällt es jetzt drunter oder nicht? Und wenn es drunter fällt, was sagt uns das? Mehr habe ich zu dem Thema heute nicht zu sagen, aber die Frage bleibt doch vom Anfang. Hat die EU das Wettrennen schon verloren? Na, ich würde sagen, nein. Die EU ist der First Mover bei einem umfangreichen und ambitionierten Regulierungsprojekt. Weder UK noch die USA noch sonst irgendjemand ist so systematisch unterwegs, um einen geschlossenen Regulierungsrahmen zu machen. Und die EU hofft, dass es eben genau wie bei der Datenschutzgrundverordnung eine Ausstrahlungswirkung in die Welt hat. Mich erinnert das aber manchmal auch an die Initiative zur digitalen Signatur. Hier haben wir auch schon 20 Jahre lang Rechtsregeln, die es ermöglichen, sicher und verlässlich zu verschlüsseln und elektronisch zu signieren. So richtig benutzen, freiwillig tut das niemand. Also mal gucken. Wir sind die Ersten, wir gewinnen den Wettlauf mit den USA um eine umfassende Regulierung. Ob das dann aber heißt, dass sich bei uns auch die Kryptowerte besser durchsetzen als im liberaleren und innovationsfreundlichen Amerika, das wird man sehen müssen. Ja, aber auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, jetzt bei der Pandemie sind wir natürlich froh darüber, dass wir so einen Rechtsrahmen haben, der es uns auch ermöglicht, im Prinzip Präsenzunterzeichnungen zu ersetzen durch digitale Signaturen. Und was ich eben von den Kollegen aus den traditionellen Finance-Bereich höre, ist, dass es mittlerweile sich durchaus durchsetzt, Signings mit elektronischen Signaturen durchzuführen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihnen ein Like, empfehlt es weiter. Vielleicht abonniert ihr den Kanal. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können.